Ihr haltet mich Mit immer ihm auf. los, Alter. Ihr haltet mich immer auf. Ich wollte um 3 ins Bett gehen. Kurz Das vor ist gerade drei nicht kommt wirklich ihr in den passiert. Channel. Das ist Kurz gerade vor nicht drei. Ey, Flo, die ignorieren mich, die sind böse. Ja. Ist gerade bei 90% an Land gesprungen und gestorben. Ah. Das wird mich jetzt ärgern. So, meine lieben Inder, willkommen zu einem weiteren Video. Heute wollte ich mir eine Manta themen. Also eigentlich nicht nur heute, sondern gestern und vorgestern auch. Der erste, hat ein bisschen Strand probiert, war weniger angenehm. Der zweite ist gestern bei ungefähr 90% Taming einfach mal verreckt. Und what the fuck macht unser Ichi hier? Wo kommst du denn her? Den haben wir seit einiger Zeit gesucht. Jo, wahrscheinlich ist der hier, Alter. Alles klar. Ach, wie frickelig das einfach alles immer ist. Dann suche ich mal erstmal gerade noch ein paar Angler. Und nicht die, die mit einer Rute am Strand sitzen, sondern die, die hier rumschwimmen und so ein Dingens vor der Nase haben, was leuchtet. Normalerweise latschen hier, also, ja, latschen wahrscheinlich. Normalerweise schwimmen hier welche rum. Aber bis jetzt sind die eher Mangelware. Ja, okay. Andere Sache ist, wir ziehen unser Scuba-Gear mal wieder aus und vor allem eigentlich die Schuhe und so ein Spaß kann ich mir eigentlich eh sparen. Genau. Wahrscheinlich habe ich jetzt daraus gerade eh eine Timelapse gemacht. Wenn nicht, dann seht ihr mich jetzt gerade, aber ich schätze mal, Manta ist sowieso nervig genug, um daraus eine Timelapse zu machen. Es ist immer schön, wenn man vorher schon weiß, wie man das Video dann schneiden wird. Macht Spaß. Wir suchen jetzt aber erstmal einen Manta.
Nice, Level 115, den nehme ich. Na, jetzt komm. Vor allem, der hat im Moment auch noch eine Privataudienz bei mir. Und der ist auch noch Mail. Oh, geil. Na, das warst jetzt du. Oder? Wer von euch Fickern war? Hä? Nee, das ist ein Level 2. Okay, es kommen dann gleich mehr. Der eine da ist halt der Richtige. So, okay. Da meint mein Handy wieder herumspasten zu müssen. Na, dann komm mal her, du Mensch, du. Nee, du Manta eigentlich viel eher, ne? Na, egal. What the fuck? Also meine Flaglängen soll sie erst kaputt gehen. Okay, jetzt warte mal, da haben wir noch einen 125er mit dabei. Welcher war jetzt der 125er? Bist du das? Nee. Lol. Alter, diese dumme Fotze. Gut. Dann ziehen wir doch stattdessen mal gerade eben die Scuba Leggings an. Da ist auch gerade schon wieder einer gestorben. So, haben wir jetzt hier ungefähr alle eingesperrt? Auch irgendwelche, die was worth sind, oder? Nur Kacksprossen. Okay, und der 90er hat natürlich ein Schlupfloch gefunden. In unseren Spikes, was mir mal gar nicht gefällt. Ach so, lol. Und der 120er ist, ach, 115er oder whatever. Ist natürlich da auch nicht drin. Sondern dahinter. GG. Na, komm mal her. Ah, nice. So, und jetzt können wir nämlich eventuell hier ans Eck. Nee, können wir natürlich nicht, aber egal. Hallo, wollt ihr mich eigentlich gerade trollen? Ich drücke hier permanent E und achso, Serverlag. Das sieht aber ganz ungesund aus, was du da gerade machst. Denk dran, du bist keine Rüttelplatte. So, er hat wieder Bock auf Anglergel. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, dann würde ich mal sagen, geht's jetzt in die Timelapse. Ich schenke mir gerade parallel noch einen neuen Tee ein. Alter, what the fuck, Alter. Dieses Tier.
Also ich muss wirklich sagen, Manta kann, ja gut, neben Gigas, das nervigste Tier sein, was es wild gibt. Und neben Karnos, also zumindest Karnos am Anfang. Karnos im Early Game schlimmste, ey.
So, meine lieben Inder, der Manta ist fast fertig. Ich denke mal, ich muss ihn jetzt noch einmal füttern. Ja, wenn ihr euch fragt, was ich die ganze Zeit gelabert habe, ich bin neben beim TS. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass du jetzt hier dein letztes Anglergehen mal geben willst. Nein, das ist es, das vorletzte. Alles klar. Na gut, kriegt wahnsinnige 20 Bonus-Level, ist echt geil. Also die Effekte finden das bei Mantas fuckt mega ab, aber ich habe jetzt Frühstück. Nee, keine Ahnung, was ich sagen wollte, ist eigentlich trotzdem ganz nett. Also dieses Ding macht mega Bock, wenn es dann mal getamed ist. Und man es halt nicht auf Land parkt und es auch nicht durch irgendwelche Bugs von Plants gekillt wird. Ja, keine Ahnung. Ja, er ist fertig. So, und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wieso nennst du den Jochen? Ja, ganz einfach. Er heißt nämlich Jochen der Rochen. So, except, passt. So, Jochen braucht noch einen Sattel. Und den habe ich natürlich nicht hier. Also fliegen wir mal gerade ganz kurz nach Hause und holen Jochen einen Sattel. Und dann muss ich mal gerade schauen, ob ich Torchi vielleicht mitnehmen kann, dass der eben mal dann den Drachen wieder nach Hause fliegt oder so. Oder ich mache es mit voll... Stimmt eigentlich. Oder... Ja, nee, das ist ein bisschen kacke. Weil wenn ich mir den jetzt followen lasse, dann eiert der Safe Call auf Land. Das sehe ich schon. Deswegen, ich lasse es lieber. So, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, keine Ahnung, könnt ihr eine Bewertung da lassen. War mal wieder eine sehr, sehr timelapse-lastige Folge wahrscheinlich. Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe in letzter Zeit einfach, keine Ahnung, mal wieder Bock, irgendwie so, halt auch sowas mal zu machen. Mal ein bisschen PvE-iger. Wie gesagt, es ist auch mal ein bisschen PvP noch mehr irgendwie in Planung. Ist halt nur irgendwie im Moment immer ein bisschen weird. Vielleicht kommt jetzt auch noch ein bisschen neues Zeug dazu und ja, ne, keine Ahnung. Wer sich noch nicht fürs Event angemeldet hat, kann das auch gerne noch tun. Und dann würde ich mal sagen, packe ich mal eben einen Sattel ein, schmeiß schon mal das ganze Zeug hier wieder aus meinem Inventar raus. Wer braucht das eigentlich auch alles, ne? So. Und dann sehen wir uns morgen wieder und ja, ne, tschüss. Miau.